Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Minus mal Minus ist gleich Plus Box von Disaster. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt, sowie natürlich auch die Links zum Album, zur Box und iTunes, findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Minus mal Minus ist gleich Plus von Disaster. Vor knapp zwei Jahren, erschien das letzte richtige Release von Disaster. Das war dieses hier, Kontraste, das Unboxing zu diesem Album natürlich ebenfalls auf dem Kanal zu finden. 2016 erschien dann Sturm und Drang, das war allerdings ein Free-Album, also zum Free-Download. Und jetzt 2017 ist es soweit, knapp zwei Jahre nach Kontraste, kommt also Minus mal Minus ist gleich Plus, ebenfalls wieder in der Box, gefällt mir sehr gut. Wir haben hier eine quadratische Box, relativ hoch. Und auf dem Frontcover sehen wir Disaster hocken mit Bomberjacke, das Ganze in schwarz-weiß Optik. Hier oben eben sein Name, sein Künstlername und der Albumtitel in rot bzw. weiß. Ansonsten alles hier in grau, schwarz-weiß gehalten. Die Optik, der Fußboden zieht sich hier weiter über den Deckel, ebenso auf der rechten Seite. Oben glatt schwarz und auf der linken Seite zieht sich die Optik ebenso weiter. Auf der Rückseite haben wir Angaben darüber, was sich in der Box befindet. Also hier aufgelistet Album Minus mal Minus ist gleich Plus, Instrumentals CD, Bonus CD Per Aspera ad Astra, das Textbuch, ein Schal, Bomberjacke Anhänger, signierte Autogrammkarte und Poster. Dann haben wir noch die Credits und einen Barcode. Alles klar, dann schauen wir mal in die Box hinein. Also, Deckel lässt sich abnehmen, von innen weiß. Dann haben wir als erstes den Schal, dann die Instrumentals zum Album, die Bonus-EP, das Album an sich, die Autogrammkarte, das Textbuch, das Poster und der Anhänger. Box von innen weiß. Wir machen das Ganze mal wieder zu. Und wie immer starten wir mit dem Album an sich. Also das Cover kennen wir bereits von der Box. So sieht das Ganze aus. Also exakt dasselbe wie auch schon auf der Box, nur mit dem Unterschied, dass hier dieser Star raucht und dass wir hier einen weißen Rahmen rundherum haben. Ansonsten die Location bzw. das Design oben dasselbe. Auf der Rückseite haben wir die Tracklist. Nicht nummeriert, aber wenn wir kurz durchzählen, haben wir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 Tracks an der Zahl. Und wir haben drei Features, nämlich Credibil, Tour und Lead Fett. Das sind die drei Features. Meine Favoriten des Albums sind einmal dieser Track Für dich, dann Bewegungen, der letzte Track und dann noch Kein Glück. Sehe ich jetzt gerade nicht. Dürfte dann bei den Bonustracks dabei sein, Kein Glück. Zu Disaster selbst, also es ist ja ein sehr gesellschaftskritisch, kapitalismuskritischer Rapper, ist für mich von der Thematik sehr vergleichbar mit PTK oder auch CR7Z. Sind ja allesamt eher junge Künstler und aber ausgesprochen politisch oder gesellschaftskritisch in ihren Texten. Gefällt mir echt gut. Sollte auf jeden Fall mehrere davon geben. Und die, die es gibt, sollte man meiner Meinung nach auf jeden Fall unterstützen. Okay, dann haben wir hier einmal eine mehr oder weniger Widmung oder Danksagung. Alle guten Dinge sind 11 steht hier. Ich werde das jetzt nicht ganz vorlesen, ihr könnt natürlich das Video an dieser Stelle anhalten. Nach dem Album ist vor dem Album. Liebe Grüße Gerrit, also ist der bürgerliche Name von Disaster. Hier sehen wir ihn wieder mit dem Outfit, das er auch auf dem Cover hatte, an einer Wand lehnen. Dann haben wir hier, was mich sehr freut, die ganzen Texte abgedruckt im Booklet.
Also wirklich Track für Track. Es ist zwar echt klein, der Text, aber man kann es durchaus lesen. Mitrappen, nachlesen etc. Und gerade dieser Star hat ja sehr komplexe Texte oder Themen. Da macht das durchaus Sinn. Ich bin generell immer Fan davon, wenn die Texte abgedruckt werden. Dann haben wir hier weitere Fotografien. Einen Mittelfinger. Und hier die Gang von dieser Star. Weitere Tracks aufgelistet. Weitere Aufnahmen des Künstlers. Und dann haben wir hier am Schluss noch die Infos über Online-Auftritte bzw. Social Media. Die Credits. Ein Abschlussfoto. Und hier noch eins. Alles klar. Schönes Booklet. Also gerade, ich meine, das Design schwarz-rot-weiß, das zieht sich so durch, klar. Aber gerade die Texte, dass die alle abgedruckt wurden, gefällt mir sehr gut. Dann haben wir die CD. Also wir haben hier ein D, hier so mit Krepp oder mit Klebestreifen und hier den roten Stern, der ja viele Bedeutungen hat. Aber dieser Star natürlich diesen Stern auch als sein Logo gewählt hat. Dann haben wir die Instrumentals zum Album. Sehen so aus. Das Foto, was wir auch schon vom Cover kennen, allerdings hier mit so einem Rotfilter und dem Zusatz Instrumentals. Auf der Rückseite haben wir alle Tracks inklusive der Bonus-Tracks, also die 5 Tracks, die wir hier noch haben. Es endet ja hier mit Bewegungen. Okay, sind es sogar mehr als 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tracks zusätzlich. Das dürften dann die von der EP sein. Gefällt mir sehr gut, dass man die EP-Tracks hier auch drauf gemacht hat als Instrumentals. So sieht das Ganze aus. Das Ganze in einer Papphülle. Dann haben wir die Bonus-EP. Per aspera ad astra, das Ganze Latein. Und das heißt so viel wie durch das Raue zu den Sternen. Beziehungsweise, um es in dieser Stars Worten zu sagen, er sagt es auch auf dem Track, mit Schmerz ist der Weg zu den Sternen gepflastert. Also es ist vom Sinn her genau dasselbe, nur ein bisschen schöner oder greifbarer ausgedrückt. Dies hast du da oben rechts noch zu lesen. Und dann haben wir hier die 6 Tracks aufgelistet. 2 davon, beziehungsweise 3 davon sind Remixe und 3 davon sind neue Tracks. Und hier eben der Titeltrack Per Aspera Ad Astra mit Mohammed Ali Malik. Auch das einzige, Tour, aber Tour hatten wir auch schon auf dem normalen Album. Also Tour und Mohammed Ali Malik als Features. Die CD so gestaltet wie auch schon das Cover mit diesem Schriftzug. Und dann haben wir hier ebenfalls wieder eine Papphülle. Dann haben wir eine Autogrammkarte. Dieser Star hier mit goldenem Schrift, mit goldenem Stift unterschrieben. Das Ganze im Hochformat. Und auf der Rückseite haben wir die Tourdaten. Die Tour ist jetzt mittlerweile vorbei. Hier wieder die Social Media Kanäle. Dann haben wir ein Poster. Dieses einseitig bedruckt. Und wir haben hier nochmal das Foto des Covers im Hochformat mit dieser Schriftzug darüber und weißem Rahmen. Rückseite blank weiß. Dann haben wir hier ein Buch Per Aspera Ad Astra. Also was sehen wir hier? Alles klar, das sind auch nochmal die Tracktexte, wenn ich es richtig lese. Ja, also hier zusätzlich zum Booklet nochmal die ganzen Texte hier abgedruckt, inklusive neuer Fotografien. Gefällt mir gut. Also die Texte der EP hier auch noch dabei. Dann haben wir
einen Anhänger, kann man natürlich als Schlüsselanhänger verwenden, ist jetzt aber in diesem Fall speziell dafür gedacht, dass man den an die Jacke macht, speziell an die Bomberjacke. Wir sehen hier zum Beispiel dieses da mit so einer klassischen Bomberjacke von Alpha. Und ihr kennt das sicher, die haben dann immer hier auf dieser Armtasche, Ärmeltasche hier, gibt es diesen Reißverschluss noch. Und da ist eben immer dieser Remove Before Flight Alpha Anhänger. Aber den könnt ihr dann natürlich durch diesen Disaster Anhänger austauschen. Gefällt mir richtig, richtig gut. Kann man machen als bekennender Disaster Fan. Und dann haben wir als letzten Bestandteil der Box noch diesen Schal in schwarz, rot und weiß gehalten. Also hier der rote Stern und dann noch weiß der Schriftzug Disaster. Ansonsten der Schal komplett schwarz mit roten Fransen. Und auf der Rückseite lesen wir Soldiers mit OU, also Disaster Soldiers. Und dann haben wir hier noch die Info, 100% Polyacryl, made in Turkey und hier die Waschhinweise, wmsport.de, alles klar. Ja, zum Abschluss fasse noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Wir haben einmal den eben gezeigten Fanschal, den Disaster Soldiers Schal. Dann das Textbuch Per Aspera Ad Astra. Das Poster einseitig bedruckt im Hochformat. Die Autogrammkarte unterschrieben. Die Bonus-EP Per Aspera Ad Astra. Die Instrumentals zum Album. Das Album an sich und diesen Jacken- bzw. Schlüsselanhänger. Das alles in dieser wunderbaren Box. Minus mal Minus ist gleich Plus von Disaster. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Disaster unterstützen möchtet, findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute. Bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf. Ciao.